Hallo, mein Name ist Andreas Vivarelli. Ich bin 52 Jahre alt, komme aus Köln und möchte euch heute einen Vortrag über Drogenpolitik halten, nämlich Drogenpolitik ist Freiheitspolitik. Warum? Worüber möchte ich sprechen? Tatsächlich ist es so, dass uns seit über vielen Jahrzehnten die Ideologie oder Ideologien strafrechtliche Konsequenzen bei uns haben. Unsere Freiheit wird uns auf Basis von Ideologien seit Jahrzehnten genommen. Im Kern geht es doch eigentlich um eine Rechtsgüterabwägung. Nämlich zum einen sagt der Staat, ich will deine Gesundheit schützen. Zum anderen, also andererseits sagt er aber, mit dem Mittel des Freiheitsentzugs, das wäre ein probates Mittel. Und da stellt sich halt die Frage, ob es das tatsächlich ist. Also, was schadet eigentlich mehr? Schadet die Repression mehr, also das Verbot, als die Substanzen selber? Und welche Möglichkeiten gibt es, um aus einer Repression herauszukommen und die Drogenpolitik erfolgreicher zu machen? Eine moderne Drogenpolitik, nach unseren Vorstellungen, steht für einen mündiges und selbstverantwortlichen Umgang mit psychoaktiven Substanzen. Wir haben das Ganze auch natürlich in ein Parteiprogramm eingepackt. Das könnt ihr gerne nachlesen. Wiki Piratenpartei, Drogenpolitik, die drei Begriffe reichen, ihr werdet es finden. Um das Ganze aber ein bisschen aufdröseln zu können, muss ich tatsächlich ein bisschen nach hinten gucken. Es gab noch vor Ende des vorletzten Jahrhunderts Opiumkriege. Die Opiumkriege waren letztendlich geschuldet den fehlerhaften Außenhandelsdefiziten. Sprich, China hat damals schon sehr, sehr viel produziert. Und England hat mehr gekauft als verkauft. Daraufhin hat England, die ja in Indien erobert hatten oder kolonisiert hatten, Opium produzieren lassen und das an China verkauft. Das hat China wiederum nicht gefallen. Und so weiter. Es gab dann auch entsprechend eine Initiative für eine Opiumkonferenz. Und da gab es auch mehrere. Und jetzt muss ich ein bisschen historisch bzw. den Zahlen nachgehen, weil sonst komme ich da auch durcheinander. Also das Ziel der Opiumkonferenz war es, zunächst einmal Morphium- und Kokainprodukte, die hergestellt werden oder verkauft, exportiert werden, viel strenger zu kontrollieren, zu überwachen, sowie die Produktionsplätze. Das war eigentlich das primäre Ziel dieser Opiumkonferenz, da eben eine internationale Vereinbarung zu finden. Das ist in mehreren Schritten umgesetzt worden. 1915 bereits in einigen Ländern umgesetzt worden. 1919 im Rahmen des Friedensvertrages von Versailles. 1925 wurde dann auch das Cannabisverbot berücksichtigt, was ja eigentlich überhaupt nichts mit Opium zu tun hat. Und 1929 wurde es in Deutschland umgesetzt. Gleichzeitig wurde 1929 Harry Anslinger ins Boot genommen, ins Ministerium für Prohibition in Washington. Harry Anslinger ist bekannt eben auch durch seine Tätigkeit in der Alkoholprohibition und eben dann 4 Jahre später auch das Aussteigen, nämlich das Scheitern der Alkoholprohibition. Denn zum einen ist die Mafia oder die Stärke der Mafia explodiert. Der verfügbare Alkohol war fast nur noch Schnaps und der war eben auch ungesund, weil schlecht gebrannt. Das bedeutet, dass in den USA halt wirklich alles aus den Rudern gelaufen ist und sie die Alkoholprohibition wieder zurücknehmen mussten. Und Harry Anslinger sich sofort auf ein neues Aufgabengebiet gestürzt hat. 1937 kam dann die Cannabis-Repression in den USA unter Federführung von Harry Anslinger. Und 1961 gab es die internationale Narkotikkonferenz, wo ich weiß nicht genau wie viel, ich glaube über 140 Staaten unterschrieben haben, dass sie eben den Handel unter speziellen Kriterien erlauben. In Deutschland wurde das Ganze mit einer Reform des Opiumgesetzes 1971 umgesetzt, nämlich eben dann das BTMG, das Betäubungsmittelgesetz, initiiert. 1972 hat dann Präsident Nixon nochmal richtig Gas gegeben und hat den Krieg gegen die Drogen erklärt, was natürlich ein völliger Unsinn ist. Man kann Drogen weder einsperren noch erschießen. Das kann man leider nur mit Menschen. Also er hatte den Krieg den Drogenkonsumenten erklärt und nicht den Drogen.
Was waren die Motive für das Verbot oder was sind die Motive für das Verbot? Also ganz klar Rassismus. Und der ist bis heute nicht ausgerottet, im Gegenteil. Ich meine, wir sehen es gerade, was in den USA passiert, aber zum Glück auch hier auf den Straßen, es wird demonstriert gegen Rassismus. Er ist leider immer noch bei uns vorhanden. Und er ist tatsächlich einer der Ursprünge für das Verbot in den USA. Harry Anslinger ist hingegangen und hat tatsächlich jahrelang gesucht nach Gründen und hat auch dann tatsächlich ein Familiendrama entdeckt, wo dann auch vermutet wurde, dass derjenige Cannabis konsumiert hat. Er hat dann 30 Ärzte angeschrieben und einer hat gesagt, ja, das kann gut sein, dass es der Auslöser ist. Daraufhin wurden Videos produziert in Massen, wo Menschen aus Afrika, die in den USA leben, plötzlich aufgrund von Cannabiskonsum Frauen vergewaltigen, Menschen abstechen. Das gleiche galt für die Mexikaner. Vermutungen legen allerdings nahe, dass da noch viel mehr hintersteckt, nämlich der Lobbyismus. Lobbyismus in Sachen Papier, Lobbyismus in Sachen Schmiermittel, Baumwolle, Nylon und, und. Also die Pflanze ist bekannt dafür, dass sie sehr, sehr vielfältig ist in der Anwendung, auch was Produkte betrifft. Man schätzt ca. 50.000. Und was nicht zu vergessen, natürlich auch die Pharma, die auch Schwierigkeiten hat, eben eine Pflanze zu patentieren, was sie aber mit Medikamenten kann. Ich komme zur nationalen Umsetzung. Wie wird die Drogenpolitik in Deutschland umgesetzt? Die Drogenpolitik in Deutschland basiert auf dem sogenannten Vier-Säulen-Prinzip. Die erste Säule ist die Prävention. Also hier geht es um Suchtprävention. Und das Ganze natürlich immer nur auf dem Abstinenzgedanken. Das zweite ist Beratung und Behandlung, zum Beispiel Substitution. Das dritte ist Schadensminimierung und Drugchecking, was hoffentlich dieses Jahr vielleicht dann doch mal kommen wird. In Berlin ist ein entsprechendes Projekt angeleiert. Und die vierte Säule, die nach meinem Verständnis überhaupt nichts in der Drogenpolitik zu suchen hat, ist die Repression. Und die wird auch noch zur Prävention gezählt. Da man glaubt, dass man mit der Repression das Angebot minimieren kann, was nachweislich nicht so ist. Die weiteren Argumente für eine Repression ist ja der Schutz vor der Gesundheit. Und auch hier wieder natürlich Lügen und Propaganda. Denn tatsächlich ist es so, dass immer wieder falsche Studien zitiert werden oder sogar Studien unterschlagen werden. Unsere Frau Daniela Ludwig, unsere Drogenbeauftragte der Bundesregierung, schreit immer nach Jugendschutz und wir können die Probleme doch nur vergrößern, indem wir weitere Substanzen zulassen, widerspricht damit ihrem eigenen wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Der hat nämlich herausgefunden, dass die Reglementierung und Liberalisierung von Cannabis nicht zur Folge hat, dass Kinder und Jugendliche mehr konsumieren. Das ist überhaupt nicht nachgewiesen. Das Gleiche gilt für die Repression. Auch die Repression kann bis heute keine Zahlen anbieten, wo nachweislich der Erfolg in irgendeiner Form zu sehen ist. Das Gegenteil ist der Fall. Die Betroffenen, wie viele Betroffene gibt es? Rauschgiftdelikte 2018, insgesamt 350.000. 350.000 in einem Jahr. Cannabis und Zubereitung 218.000. Tatverdächtige 184.000. Es werden hier also Hunderttausende von Menschen überwacht, verfolgt, verhaftet, stigmatisiert, aus ihren Familien gerissen, eingesperrt, Freiheit beraubt, um ihre Gesundheit zu schützen? Von den 60.000 Führerscheinen, die jährlich entzogen worden sind und das meistens nur aufgrund von Passivwerten. Also du musst nicht berauscht am Straßenverkehr teilnehmen, sondern es reicht der Nachweis, dass du mehr als einmal psychoaktive Substanzen konsumiert hast. Dann wird dir unterstellt, dass du zwischen Rausch und Trennung nicht trennen kannst. Man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Viertel aller Gefängnisinsassen besteht aus zwei Gruppen. Das eine sind die Schwarzfahrer und das andere sind die Drogenkonsumenten. Die aktuellen Zahlen werdet ihr bei LEAP finden. Das ist Law Enforcement Against Prohibition. Kann ich nur sehr empfehlen, die Seite auch mal zu besuchen. Ich empfehle gleichzeitig auch den Schildauer Kreis mal zu besuchen. Da findet man sehr viele Wissenschaftler, die sich für die Reglementierung und die Liberalisierung einsetzen. Den Hanfverband muss ich nicht erwähnen. Ja.
Die tatsächliche Prävention ist nach meinem Verständnis die wirkliche Lösung, um einen vernünftigen Umgang mit psychoaktiven Substanzen in unserer Gesellschaft realisieren zu können. Und es gibt drei Arten der Prävention. Es ist die Primärprävention, die Sekundärprävention und die Tertiärprävention. Ich erspare euch das alles vor, auseinander zu klamüsern. Guckt's nach, wenn euch das interessiert. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich glaube, dass das tatsächlich die Lösung für unsere Gesellschaft ist. Und das nicht nur auf Drogenpolitik bezogen, sondern auch zum Beispiel auf Rassismus bezogen oder auf Gewaltprävention. Das lässt sich alles mit Aufklärung, mit Schaffen von flächendeckenden, studienbasierten, faktenbasierten Aufklärungen schaffe ich auch Selbstvertrauen und Mündigkeit auch in jungen Menschen. Und das muss das Ziel sein. Also Prävention ist die Maßnahme zur Abwendung von unerwünschten Ereignissen oder Zuständen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreffen könnten, wenn keine Prävention stattfindet. Repression macht Angst. Repression ist mit da, ist also jeder Pädagoge weiß, dass Angst einer der schlechtesten Lehrer ist. Das holt einen regelmäßig ein. Und Leute, die, sage ich mal, ein Konsumproblem haben, die sitzen ja oftmals in einem inneren Käfig. Und die dann noch tatsächlich in den Knast auf 8 Quadratmeter jahrelang einzufärschen, also das kann doch nicht das Rezept sein. Und deswegen komme ich nochmal darauf zurück, Drogenpolitik ist Freiheitspolitik. Wir reden hier, wie gesagt, von 100.000 von Menschen. Zum Abschluss vielleicht noch, um es nochmal klar zu machen, sinngemäß kann ich es leider noch wiedergeben von Herrn Professor Dr. Böllinger, auch eine wirkliche Kapazität in Sachen Drogen- und Suchtpolitik. Der hat mal gesagt, dass eine Politik, die auf Ideologien basiert, Tor und Tor öffnet für ganz andere, weitere hässliche Politik. Und damit danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch alles Gute. Liebe Grüße, Andreas.